Was geht YouTube? Ich bin's wieder, JamTV. Wir starten jetzt einen Hood-Vlog. Mein kleiner Bruder und ich werden durch unsere Hood laufen, in der wir schon seit unserer Kindheit leben, Grundschul-Stories erzählen, Schlägerei-Stories und eure Fragen, die ihr uns über Instagram gestellt habt, werden wir euch auch beantworten. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wird für mich ein sehr nostalgisches Video und auch interessant für die ganzen Zuschauer, die von Tag 1 schon dabei sind. In diesem Sinne, Liebe für euch alle und ich würde sagen, Video ab dafür. Warte. Kannst du dich noch eigentlich hier erinnern? Keine Lippen. Nein, das ist Bart. Eigentlich ein Bart, aber man denkt, das ist Farbe, weil ich habe da heute mit Lippen Wachsmalstift aus Versehen gegengemacht. Du hast einfach zu hart an der Flasche gesaugt und dann ist was passiert. Verdammt! So Leute, das hier ist die Hubertstraße und die führt bis zum Ende und ganz am Ende der Hubertstraße ist unser Kiosk. An alle, die es wissen wollen, vorbeikommen wollen, Hubertstraße 326 in Essen-Krei ist unser Kiosk. Und ja, wenn ihr kommt, seid bitte respektvoll. Bis jetzt alle, die kamen, waren auch respektvoll. Das freut mich immer, dass unsere Community so erzogen ist. Und ja, alle respektvoll, freundlich und so. Ich denke, schon nie jemanden erlebt, der respektlos gegenüber mir oder meiner Familie auf der Straße war. Gab noch gar keine Ereignisse, Alhamdulillah. Und das soll so bleiben. Deswegen, wenn ihr vorbeikommt, seid bitte dementsprechend respektvoll. Blockiert den Laden nicht und so. Ne, weil Kunden müssen ja auch kommen. Hier ist unser Friseur, unmittelbar neben unserem Laden. Da kommen die zwei Cuties. Kannst du deine Mütze mal vernünftig tragen? Das ist ein Drip. Guck mein Outfit, Drip, 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 Drip. Willst du die ernsthaft so tragen? Nein, Junge, ich mach Spaß. Ich will die so tragen. Die Odemar sieht tick, 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 tick. So Leute, hier ist meine Hood, Kreier Platte. Da ist die Kirche. Ist übrigens auch sehr groß. Was geht ab, Mama? Gut siehst du aus. Deleuze. Was hast du gesagt? Deleuze. Deleuze? Ja. Sag mal. Ich soll mal, ich gebe mich später noch so. Leute, soll meine Mama euch eine Story erzählen? Was für eine Story? Du stellst du nie mit Glas Getränke, müsstest du immer Plastik nehmen. Hast du auch gemacht. Immer über Ampel müsstest du laufen. Ich musste immer über diese Ampel laufen und durfte nicht hier über die Straße so rüber rennen. Und einen Tag ohne Frage nimmst du dann Glasflasche, dann gehst du hier runter, nicht über der Ampel. Und ich schrei zu dir, Jam, komm zurück. Und sag ich zu Peter, ruf mal den zurück, damit über Ampel läuft. Ja. Und ich höre nur, ich war stehen geblieben. Ich habe gedacht, Auto übergefahren. Nein, der fällt dann runter, ganz im Gleis geht auf dem Hand. Und der kommt hoch, so läuft dann Blut. Und dann, ich habe sofort dann ein Krankenhaus. Der war so tough, weil er nicht einmal geweint. Leute, hier, guck, das ist die rechte Hand. Die Narbe ist immer noch da. Die haben überall hier. Ja, ich weiß, das war komplett offen, aber das ist seit über 10 Jahren geblieben. Guck hier, diese Stelle ist seit über 10 Jahren geblieben. Und ich zeig euch das mal. Der sagt dann so Arzt, weil die müssen ja immer spritzen, da mit Betäubung. Da sagt er, bitte Arzt, bitte sag mir, wie viel Spritze. Ja, weil diese Spritzen hat der ins Fleisch reingestochen, um zu betäuben. Ich kann das nicht sagen. Muss ich gucken, ne? Aber ich muss das wissen, bitte. Ja, ich musste das auch wissen. Aber du warst tough, weil er nicht ein einziges Mal geweint. Leute, deswegen, ich bin mein Leben lang schon gehandicapt, weil ich meinen Daumen nicht komplett knicken kann und dementsprechend nicht die ganze Schlagkraft aus der Faust rausholen kann. Ihr seht, mein Daumen ist so. Es ist sehr hohe Gefahr, wenn ich ohne Handschuhe zuschlage, dass ich meinen Daumen breche, weil ich halt das hier nicht machen kann. Hier, mach mal meinen Daumen mal runter an der Stelle, damit die sehen. Halt mal fest, damit ich zum Vergleich den anderen Daumen mal zeigen kann. Guck mal jetzt, wenn ich eine Faust mache, wenn ich hier eine Faust mache, kann ich links komplett knicken, aber rechts kann ich das nicht machen. Der springt immer wieder zur selben Stelle zurück, weil meine Sehnen da drin gerissen sind komplett. Sprich, ich habe nicht die maximale Schlagkraft, die ich eigentlich hätte. Ah, guck mal, wer hier ist. Hey, was geht ab? Dodo in der Hood. Die Box ist auch wieder am Start. Aber so weit von.
let's get it, let's get it. Get it, we did it, get it. I'm committed, committed, y'all ready. Hört auf, so dumme Sprüche bei mir in den Videos zu sagen, okay? Auch beim Livestream. Ja, da kann man nichts machen, oder? Die Menschen werden dumme Leute sterben. Ja, eben. So, meine Damen und Herren, was sagst du denn? Kurz Kamera halten. Danke. So, jetzt hat er mir mal die Kamera in die Hand gegeben. Ihr habt ja gefragt, was er misst. Guckt euch das an, Leute. Der filmt auch alles, was dich nied- und nagelfest ist. Das ist ja der Wahnsinn. Hier, 10 Likes, volles Ballett, Leute. Ja, so ist das in der Hood mit der Dodo. Dodo darf natürlich in diesem Vlog mitspielen, absolute Legende. Für weitere Videos mit Dodo, Leute, check mein TikTok ab. Jetzt hier unten hingeschrieben. Wir haben geile, geile TikTok-Videos zusammen. Dodo, du machst hier die ganze Zeit Disco, Alter. Naja, ich bin im Party, da ohne was soll ich sagen? Keine Musik, keine Party! Keine Party, keine Dodo. Keine sag Dodo, ich doch. Keine Party. Keine Party, keine Blumen. Keine Blumen, keine Dodo. Was meinst du, auf einer Bühne zu stehen? Singen! Hallo, ich war 5 Jahre lang in der Band. Ja, dann sing doch mal was vor. Es gibt Träume, die leben. Das ist dein. Oh, danke schön. Schnüffeltest. Ui, ich bin heiß. Dodo ist nicht die einzige in Partystimmung, ne? Wie hast du das denn hinbekommen? Naja, ich hatte noch ein bisschen Wasser, dann habe ich das ins Bitte schön. Habe ich gezaubert. Aus dem Po. Dankeschön. Sag mal, wer du von mir bist. So, was für eine Beziehung haben wir miteinander? Ich sag mal so, wir haben eine Beziehung so wie Bruder. Du bist mein kleiner Bruder. Wo du hier 2-3 Monate alt warst, dann war ich hier ab und zu, hab für deine Mama manchmal einkauft. Direkt gegenüber, vor Rossmann war damals, haben wir am Einkauf. Und dann, wo du 6 Monate alt warst, hab ich dich so über den Teich. So sind wir spazieren gegangen, dass ja. Du so ein Bezug hast, wo bist du in meine Hand aufgewachsen? Ne? So, ich kann das nie vergessen, hier ist der Berg hier hinterm ja, Trinkhalle. Ja. Ich war noch selber ein Kind, ich war selber 12 Jahre alt, Bruder. Ich habe dich in den Kinderwagen reingesteckt, habe ich ihn mal Runde gemacht und dann habe ich im Film mal eingekommen. Weißt du was, dann machst du Berg runter. Ich habe ein bisschen Anlauf genommen, ein bisschen gesessen, durch den Berg aus. Und dann nach 2 Monaten hat das Mama erfahren, durch die ganzen Leute, was ich mit dir hier angestellt habe. Ich und mein Bruder haben dann ein bisschen Ärger gekriegt, das sollte man nicht machen. Wir haben mich richtig arm auch genommen. Aber das hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Und Mehmet hat immer mich genommen und hat gesagt, ich bin schon der Österreicher und so. Ja, ja, wie so ein Pitbull. Das haben wir auch gemacht. Wir waren selber auch Kinder. Ne? So. Wir haben jetzt 3 Kinder. Ich habe jetzt selber 3 Kinder. Maschallah. Ja. Leute, guck mal, das sind seine 2 süßen Töchter. Ja, so ist das, Bruder. Ja. Zeit vergehen, ne? Ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 34, ne? 34, und du? Ja. 25? Ich werde Samstag 24. 24. Boah, hat ja keine. Was habt ihr noch gemacht? Außer ja. Kinderwagen? Und Kinderschlagen? Was haben wir noch gemacht? Ich kann es nie vergessen. Mama hat dir so auf den Campus-Song gegeben. Was sollten wir so, wenn du mal Durst hast. Aber die haben wir nie gegeben, weil wir das immer ausgetrunken haben. Susanne haben wir so getan, hat alles ausgetrunken. Die nehmen Capri-Sonne auf Bällisch und dann trinken die selber, statt mir zu geben. Ja, so war das, Bruder. Ja, das waren schöne Zeiten, Bruder. Ja, ich wüsste. Sein Bruder habe ich einmal bei mir, der hat einmal auf mich aufgepasst, der Mehmet. Ja, dann nachts bin ich aufgestanden, auf einmal ich sehe, der ist am Porno gekommen. Das ist typisch Mehmet. Typisch Mehmet. Sexo Mehmet. Oh, wie wow, lecker. Ey, Mascha. Lecker. Lass mich mal gehen. In die Kamera. Welche Sorte magst du? Möchtest du Kirsche oder Orange? Oder Monster? Da steht Monster-Alarm. Wenn dich jemand fragt, beste Capri-Sonne Monster. Ui, 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 Banaöle backen wir denn, oder? Ach, wohin, Alter? Da war bei dir Wachzeit, war anders, Junge. Wir haben das auch gerne gemacht. Ja, aber was macht Jimmy schon?
ist es in seinem Bett. Haben wir gesagt, Schwester, können wir den ein bisschen haben für eine halbe Stunde? Können wir den haben? Sobald wir hier weg waren, dann war unser Welt. Aber die hat auch Spaß gemacht, oder? Ne? Das war ja das Witzige daran. Und wir hatten auch dann Spaß gemacht. Wir haben gesehen, du hast voll Bock darauf, weil haben wir mehrmals gemacht. Mehrmals. Andere Kinder hätten Angst. Ja, hundertprozentig. Da warst du, Bruder, 4 Monate, du warst noch jünger als. Leute, wir gehen gleich zu dem Berg. Und dann zeige ich euch diesen Berg, wo die mit mir immer runtergefahren sind. Der Berg ist nicht mal so, dass der so ein chilliger Berg ist, der ist richtig steil. Deswegen ist er abgehärtet. Auch beim Boxkampf, auch bei vielen Sachen. Die Räder hinterher bei dir waren so schräg, Bruder. Weil wir immer hier draußen gesessen. Leute, der sagt, die Räder hinten waren so schräg, weil die draußen. Tam, ihr habt Kinderwagen getuned. War aber richtig, Bruder. Lowrider, ihr habt denn das, ha? Richtig, weil der war so platt, weil wir links und rechts gesessen haben. Nee. Von beiden Seiten. Ja, ihr habt euch quasi Seiten, so ja. drauf gesetzt und dann seid ihr runtergerollt. Den genau. Kompletten wir haben mehr. So, wenn man saß drauf, er hat sich gehalten schon mal. Ich habe ein bisschen Schwung gegeben und dann ich sofort mit der Hand Seite. Drauf, mit der Po da drauf. Das war danke. Ich esse ein Rebäckchen, Wanda. Nein, Wanda? Ehrlich? Was hat sie gesagt? Ei! Leute, Kamera wurde übernommen. Oh, oh. Oh! Fliege, Biene, weißt du, mehr nicht, Leute. Heute, was alles gibt, weiß ich nicht. Leute, die ist die absolute Legende Anabolika Servus. Weißt du, was ich hatte im Rücken, Alter? Eine Spinne. Was hast du im Rücken? Eine Spinne. Die hat mich gestochen im Rücken. Eine Spinne. Und vor zwei Tagen, da kam eine Kruste, vor zwei Tagen, Alter, hab ich rausgeholt, da konnte ich ganze Finger reinstecken, Alter. Guck mal, jetzt, zieh mal runter, ist falsch. Ich seh's. Abo. Er hat ein Ei reingelegt, Alter. Da habe ich die Entzündung gekriegt. Ist im Fuß. Ach, krass. 3 Wochen jetzt. Ja. Ich bin allergisch gegen Gift. Ich bin es so. Gute Besserung. Gute Besserung, Servus. Yeah. Mama, hat er. Ja, ich bin weiß so. Guck mal hinten. Da hat die gewessen. Oh nein. Da war die drin. Die hat mich, aber auch jetzt hat Ei reingelegt. Ne? Okay. Und da bin ich abends, ich habe gedacht, boah, das stimmt doch nicht. Und dann bin ich mit der Nadel und mit Finger und dann habe ich da drin rum und da habe ich die wahrscheinlich kaputt gemacht. So, und dann hat die Creme drauf. Am nächsten Morgen von hier ist das hier reingelaufen, weil hier alles entzündet ist. Dann hier runter. Dann hier, Alter. Und dann ging ein bisschen im Bauch. Da wollte ich schon im Krankenhaus und jetzt ist es im Fuß, aber jetzt ist Schwellung, ist alles weg. Jetzt tut nur noch ein bisschen die Gelenke weh. 3 Wochen. Wegen so einem Scheiß, Alter. Wenn du zum Arzt gehen willst, die schmeißen dich raus, weil die sagen, du hättest Affenpocken oder was. Ja, sag mal, haben die einen an der Kappe? So, Leute, hier ist hinter unserem Kiosk. Was geht, Legende? Alles fit, Peter? Nenn mich nicht Peter, nenn mich, wie heißt der? Ja, Gabriel. Jason Statham. Floppy. Floppy? Ist das so kein alles klar? Ja, klar, bei dir. Mit der Popo, ey. Echt? Ach was, man kann doch so sitzen. Die Stadtwache aus Kreich. Hier, Platzwart, dein Platz ist das hier. Oberbürgermeister. Ja, dir gehört der Platz hier. Ihr seid von meiner allerhöchsten Klasse. Ihr habt einen Stuhl. Der Peter passt immer auf hier. Oh mein Gott, danke. Ja, zack, kriegt man direkt einen Stuhl zum Hinsetzen. Freundlich. Da hab ich auch gehört. Ja, Mann. Ein wahres Gesangstalent. Yes. Leute, deren Leben müsste man haben, dann hätte man keine Sorgen. Hier, diesen Berg bis nach ganz unten, sind die Jungs mit mir runtergebrettert mit Kinderwagen. Guck mal, wie schnell man hier. Überleg mal, so sind die den Berg mit mir runtergebrettert im Kinderwagen. Boah, hier habe ich direkt eine Story, Leute, für die, die wissen. Früher war dieser Weg nicht so schön, wie er heute ist, Leute. Früher war dieser Weg steinig und schwer. Nicht mit vielen. Auf jeden Fall wollten wir zu einem Festival gehen, wollten früh losfahren. Und ich laufe dann morgens mit Pollack hier und ich habe diese Langlaufleine. Und ich laufe so oft chillig, ich denke mir nichts dabei. Lass den frei einfach, weil eh kein Hund vor mir ist. Und hier, dieser ganze Weg ist zerbröselt und genau hier fängt er dann an, auf einmal loszurennen.
Und ich habe eine Hand Handy, weil ich noch am Schreien bin mit den Jungs, andere Hand den Hund. Und du siehst, wie er losspurtet. Und ich versuche das Handy halt so in meine Hosentasche zu stecken und noch loszulaufen. Und in dem Moment, die Leine geht zu Ende und die Leine stoppt. Und ich werde einfach von hier bis zum Ende über den Boden gezogen. Mein ganzer Unterarm war offen. Ich habe noch Bilder von früher. Ich kann die mal einblenden für die Leute, die das noch von früher wissen. Fliegen immer zur Kacke. Warum? Also das ist jetzt die einzige Frage, die du hast? Ja. Auf jeden Fall, Leute, dieser Weg ist auch gleichzeitig der Weg zu meinem Kindergarten, wo ich im Kindergarten war, wo mein kleiner Bruder auch im Kindergarten war. Und vom Kindergarten aus, würde ich sagen, gehen wir zur Grundschule. Da sind auf jeden Fall auch einige Storys passiert. Und dann zeigen wir euch ein bisschen die Hut. Vielleicht gehen wir noch mit Pollack einen Spaziergang machen. Fliegen essen doch Kacke, ne? Fliegen essen keine Kacke, Jay, oder? Doch. Oh, das ist irgendwie voll die gute Frage. Essen, ja. Fliegen, Kacke? Ja, mich hat das gerade nicht. Die fliegen immer so in viele Kacke rein. Nein, warum sind auf Kacke immer so viele Fliegen? Da meinte das ja, weil die essen. Aber ich wusste nicht, dass die Kacke fressen. Guck, guck, guck. Fliege schon wieder. Ja, aber wer sagt denn das? Hast du ein Messer und eine Gabel in der Hand? Ja. Kann so dumm sein. Und Leute, schreibt's mal jetzt in die Kommentare. Essen, Fliegen, Kacke oder nicht? Wir laufen gleich an einer Stelle vorbei. Da habe ich auch eine miese Story. Wirklich Kacke! Fliegen ernähren sich von allen verwertbaren Stoffen, darunter herkömmliche Lebensmittel wie Brot und Fleisch und halt eben auch Kot. Boah, oder hier, diesen Berg. Wir haben von da Anfang sind wir angefangen, dann sind wir da oben die ganze Zeit lang gelaufen. Hier haben wir auch Base gebaut und so. Hier geht's richtig lange, so ein Wald, ja. Leute. Der geht aber nur so einen kleinen Hang hoch und dahinter dieser Mauer ist die Autobahn. So, und dieser Weg geht so richtig lang, ganz Zeit links, links, links. Und weißt du, was wir da gemacht haben? Mhm. Wir haben Software genommen und uns hier zwischen den Wäldern gegenseitig abgeballert und haben Krieg gespielt. Ja, das haben wir auch gemacht. Solche Gärten finde ich schön. Ja. Halle, über was wir reden? Über Krieg, Airsoft? Solche Gärten finde ich schön. Ja, ich habe auch eine Airsoft-Pass. Man denkt, jetzt kommt irgendwas dazu Beitragendes, Alter. Wie gerade eben, ich erzähle, wie mein halber Arm aufgerissen wurde. Wieso können Fliegen eigentlich Kacke essen? So, Leute, hinter diesem Spielplatz, hinter dem Zaun da vorne, den ihr seht, ist unser Kindergarten. Ja, mittlerweile sieht unser Kindergarten so aus, Leute. Bei uns war früher hier so ein Gerüst und hier gab es früher so einen Berg mit so einer Rutsche. Die haben ja jetzt hier so ein Gerüst gemacht mit Rutsche. Hier war so ein Berg aus Erde, der war richtig hoch. Leute, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, kommen wir zu unserem, also wenn wir hier noch so 10 Minuten geradeaus laufen, kommen wir zu unserem eigentlichen Garten. Der Garten, wo wir das Intro gedreht haben, ist unser Garten vom Haus. Wir haben noch einen Garten am Laden, also wir haben insgesamt 3 Gärten. Deswegen für Leute, die fragen, ja, war das bei euch im Garten? Zum Beispiel jetzt im Intro am Anfang, nein, das ist nicht unser Garten von Baba, wo der sein Osmanisches Reich hat. Das ist nämlich nochmal ein extra Garten. Oh, oh mein Gott! Ein Lecker. Ey, hier wohnen die XS Bros. Sollen wir die rufen? Oh, wie groß! Das sieht aus wie ein Transformer! Optimus Prime. Wer kommt eigentlich bei uns noch aus der Hood? Ich kann mal sagen, hier, der Rapper Jamule. Der kommt, der war mein direkter Nachbar. Da war vor 2 Tagen noch bei uns am Laden, da kam der vorbei. Hat der Kippen und Red Bull geholt. Marlboro Gold raucht der. Besser, Mann. Und... Ah, guck mal, da sind die doch! Guck mal, da sind doch die XS Bros. Assalamu alaikum. Was geht, Jungs? Wir drehen gerade einen Hood-Vlog. Und ich schwöre, wir haben. Genghis-san hat gerade gesagt, also lass mal zu den XS Bros, die wohnen doch hier. Hood-Vlog mit Checkier. Ja, ja. Pass auf, Auto, Genghis. Ey, wie könnt ihr eigentlich Auto fahren? Könnt ihr das? Kostet der schon da? Zeig mal. Oder ganz easy eigentlich, zeig dem. Warte einfach, sitz nach vorne. Sitz nach vorne und hier ein bisschen kissen. Dann wird's schon. Aber du kommst da dran mit Fuß? Ja, ja. Und kannst du da drüber gucken? Ja, hä? Warum soll ich dann sonst Auto fahren? Hallo, was ist denn? Kollege hat verloren. Sparignac, ne? Ja, Bilal Gold hat verloren, ja. Ich bin schon so. Er war aber nicht schlecht, muss ich sagen. Er hat aber gegen einen gekämpft, der 30 Kilo mehr wiegt, ne? Ja, ja. Aber... Das ist ein Riesenunterschied. Das macht man eigentlich auch nicht. Das ist richtig unprofessionell. Ja, dich rüst. Hey, die Jungs, wir sehen uns. Eine. Feinde fallen so wie Domino. Guck mein Auto drip, 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 drip. Aus Krai kommt noch, aus Essen-Krai, also aus Essen kommen viele, aber aus Essen-Krai genau, kommt noch Mixo McCloud. Kennst du Mixo McCloud? Ja. McCloud, was für ein Beat? Und allgemein Essener sind noch PA Sports, Casey Rebel, Gebürtige Manuelsen. Essener. Genau, Manuelsen. Ich würde den Summer Jam auch von mir, ne? Nein, Summer Jam nicht. Casey
Casey Rebel. Ja, Casey Rebel, PA Sports. Oh, ja. PA Sports, stimmt. Sinanji, Manuelsen. Der hat ein Auto also bekommen. Manuelsen ist Essen Mülheim. So Leute, das ist meine Lieblingspizzeria, beste Pizzeria in Krai. Was Pizza? Boah, ich habe eigentlich Bock auf eine Pizza, ja? Mal da schon. Hey, sollen wir uns eine Pizza schnappen und snacken? Hi Chef. Hi. Machst du mir eine große Thunfisch mit Zwiebeln? Thunfisch mit Zwiebeln. Ja, und Knoblauch und Tabasco bitte. So Leute, hier ist Kreier Markt. Das ist so der Marktplatz bei uns. Da hinten, also jetzt von der Ampel links hoch, da an der Ecke war eine Pizzeria, links hoch, ganz oben ist unser Kiosk. Und jetzt, wohin gehen wir jetzt? Grundschule. Der Kindergarten war auch dein Kindergarten, meine Grundschule war auch deine Grundschule. Ja, nur ich bin zu dumm, um aufs Gymnasium zu kommen. Schläge gegen den Kopf bekommen, ne? Hat nicht für Gymnasium gereicht. Ja, gut, das ist so gesagt. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Ja, und dann sagst du, ja, du hast mal übertrieben wieder. Hab dir noch nie wehgetan. Komm, wir gehen auf die Grundschule, komm. Boah, das. Leute, dieses Ding hier, ne? Wie oft ich da drin schon geklettert habe, das ist da seit über 25 Jahren steht da schon hier. Das Gebäude wurde auch später gebaut. Hier hatte ich meine. Hier war meine dritte und vierte Klasse, in diesem Raum links, ja. Bei mir war immer oben. Bei dir war im Hauptgebäude. Da war ich im Hauptgebäude, war ich erste, zweite Klasse. Und dritte, vierte Klasse war hier linke Seite. Hier unten waren die Toilette, Leute. Rechte Toilette war für die Jungs, links war für die Mädchen. Und rechts haben wir haben immer auf der Toilette heimlich Beyblade gespielt. Bei uns durfte man kein Beyblade spielen. Ja, bei uns durfte man. Wir hatten sogar diese Arenen und so. Hattest du schon mal Schlägerei? Warte, lass gleich ein paar Fragen machen, Leute. Ich würd auch hier einige Storys erzählen, weil mir fallen einige Storys von Grundschulzeiten ein. Aber ich würde sagen, wir snacken jetzt erstmal. Wann hat der Kräuterbutter gefunden? Das ist Knoblauch. Das ist brutal, deren Knoblauch. Ja. Bisschen nah. Beantwortet jetzt ein bisschen eure Fragen. Wollt ihr direkt mal mit einer coolen Schlägerei-Story anfangen? Schlägerei-Story. Guck mal, diese Tischtennisplatte hier, wo wir drauf sitzen, die war schon immer hier. Aber da gab es noch eine auf der anderen Seite, da wo wir am Anfang waren, da gab es auch noch eine Tischtennisplatte. Da, bei der anderen Tischtennisplatte, hat mich mal ein Junge, ich weiß noch, wie der hieß, der ist Dominik, ein bisschen dicker, ich habe den immer verteidigt, und ich habe ihn immer beschützt, wenn die Leute den beleidigt haben und so gemobbt haben. Mhm. Und dann hat er mich eines Tages als Hurensohn beleidigt. Und ich bin so ausgerastet, dass ich seinen Kopf gegen die Kante dieser mit Steintischtennisplatte gehauen habe. Ist geplatzt. Sein Kopf ist geplatzt. Sein Kopf ist geplatzt. Da ist Blut rausgekommen. Er ist so zusammengebrochen. Und ich war so wütend und aggressiv noch. Und weil ich ihn immer beschützt habe und so, habe ich mich an der Tischtennisplatte festgehalten und habe auch ihn noch draufgetreten, während er in seinem Blut auf dem Boden lag. Ja, das ist eklig. Aber das war Grundschule. Mir fällt eine Story von Dingen ein. Kindergarten. Da habe ich einem Mädchen die Sporthallentür, weil ich gesagt habe, ist nicht für Mädchen Einlass, vor ihre Augen zugezogen und dann ist ihr Finger abgegangen. Von hier, komplett. Also der Finger war komplett ab. Ich musste die auch im Krankenhaus dann besuchen und dann Farbmalkasten schenken als Entschuldigung. Ich habe immer Backpfeifen von so einem Jungen bekommen, ne? Und ich habe immer gelernt, dass ich niemals zurückschlagen darf, egal was passiert. Und habe ich das, ich habe immer Klätsche von ihm bekommen. Ich hab niemals gesagt, weil es mir auch nicht so weh tat. Aber der hat auf Ernst so Klatsche gegeben. Und dann habe ich das Mama erzählt. Und Mama meinte, als ob, das kann nicht sein und so. Dann hat Mama mit der Schuldirektorin geredet, dass das nicht geht und so. Ja, dass das nicht geht und so. Und dann meinte die Schuldirektorin, dass ich mich nächstes Mal wehren darf, wenn ich keine Lehrerin sehe. Okay. Und dann hat der mir eine Backpfeife gegeben. Und habe ich gesagt, mach nochmal. Und dann wollte der mir noch eine geben. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich bin irgendwie ausgewichen oder so. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ihn gepackt habe, auf den Boden geschmissen habe und den hier mit dem Unterarm richtig ins Gesicht geschlagen habe. Mit voller Kraft. Hat der geblutet und so. Dann kam die Lehrerin. Erstmal habe ich keinen Ärger bekommen. Aber danach habe ich Ärger bekommen, weil die weil meine Klassenlehrerin gewechselt wurde. Und die wusste das gar nicht, dass ich das darf und so. Dass ich das darf. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Wie lange lebt ihr schon in Krai? Ich lebe seit 23 Jahren in Krai. Jetzt Samstag werde ich 24, dann lebe ich auch seit 24 Jahren in Krai. Und seit wann lebst du in Krai?
Warte, Kreis so. Ich seit anderthalb Jahren. Ich bin in Dubai. Ich bin in Dubai gewesen. Ich komme zurück und ich freue mich einfach wieder dieser vom Düsseldorf Flughafen hier hinzufahren und dann dieser Krai-Ausfahrtsschild zu sehen. Essen Krai, weil da dann mein Herz geht richtig auf. Andererseits ist das hier schon irgendwie auch so ein Ghetto, aber nicht so ein abgefucktes Ghetto, ja, sondern so ein Ghetto, nicht wo, so Frankfurt, weißt du? Ja, sondern wo alle zusammenhalten eigentlich. Also die meisten zumindest. Ja. Nicht alle, aber die meisten zumindest. Guck mal, ich hatte hier auf dieser Grundschule, hier hatte ich auch mal eine Schlägerei, hier vorne direkt. Ich weiß noch mit wem. Schöne Grüße an Payman, wenn du das siehst. Guck mal, ich hatte Schlägerei mit einem, wie hieß der nochmal? Nein, lieber keinen Namen. Ein Botan, ja genau, Botan, Payman. Ist das Payman nicht dieser eine aus Dominik drei? War noch dabei, den hatte ich auch zusammengeschlagen. Und guck mal, und dann waren da noch zwei andere. Ich glaube, einer hieß Isa oder so. Und an den letzten erinnere ich mich. Ich weiß aber, es waren vier oder fünf Schlägereien, die ich hatte. Und ich habe alle gewonnen in Grundschule, ne? Ich habe alle Schlägereien gewonnen. Und weil die wussten, dass ich stärker war und so, wir wollten sich an mir rächen. Und dann haben die mich hier nach der Schule, meinten die, komm mal mit, wir wollen dir was zeigen und so, dies, das. Und wir hatten eigentlich gar keinen Streit mehr oder so, aber die haben sich irgendwie zusammengetan und zusammen geredet. Dann sagen wir, wollen dir was zeigen, so, komm mal mit und so. Ich gehe nach dem Unterricht mit. Die gehen hier mit mir links in die Ecke. Genau, hinter hier die links. Bäume, ne? Genau. Und dann packen mich zwei am Arm, rechts, links. Zwei packen meine Beine und der eine ist vor mir und schlägt mir voll ins Gesicht. Und so haben die mich dann geschlagen. Ich bin so ausgerastet. Ich habe mich irgendwie mit einer Hand losgerissen, habe meinen Ellbogen in seinen Kopf gehauen und habe zwei Stück da blutig geschlagen. Und dann kam auch schon Lehrer, weil die mitbekommen haben. Ja, ich bin auf alle draufgegangen. Und die haben mich aber erstmal festgehalten. Und der eine hat mir zwei, dreimal ins Gesicht geboxt, ne? Ins Gesicht geboxt. Und ich konnte nichts machen. Ich bin so, wie Exodia an Ketten. Und dann hat Mama die, die Eltern haben das dann natürlich mitbekommen, dass ich von allen gepackt wurde und so. Mhm. Und dann haben die Lehrer so mit Mama gesprochen und so. Und Mama hat dann diese Jungs mit den Eltern zu uns persönlich eingeladen zum Reden. Und dann habe ich mit jedem Einzelnen, hat Mama mich Armdrücken lassen, machen lassen. Und mit jedem Einzelnen habe ich bei Armdrücken besiegt. Und zu dem Zeitpunkt. Dann haben die gesagt, es gibt immer, da hat meine Mutter denen so eine Lehre gegeben, haben gesagt, es gibt immer einen, der stärker ist. Das heißt nicht, dass man sich zusammentun soll und den dann zusammen vernichten soll. Die haben mich irgendwie als Projekt gesehen, Alter. Ich schwör's dir, die wollten richtig mich destroyen. Also das war in der 5. Klasse. Wir sind einfach hier rein eingebrochen. Man darf hier ja normalerweise nicht rein. Wir sind hier rüber. Danach sind wir auf das Dach geklettert, hier. Und dann waren wir da und haben da Fußball gespielt. Und dann kam Hausmeister und wir sind in unser Leben gerannt. Weißt du, wie oft wir hier aufs Dach und so geklettert sind? Mein Traum war es... Auf dieses Dach kommst du von diesem Zaun drauf, ja, ja. Von links und dem Zaun. Mein Traum war es immer, hier auf dieses Dach auf zu dieses Dach sind wir auch schon drauf gekommen. Ja, Walla, das habe ich mir auch immer gedacht, wie geil wäre das, auf dieses Dach zu gehen. Kamera-Akku ist ausgegangen. Deswegen zeige ich euch jetzt hier mit filme ich mit Handy weiter. Ja, hier in dieser Ecke war das. Da haben die mich zu fünf gepackt. Leute, von hier sind wir hier hochgeklettert in meiner Kindheit. Von da dann an dieser Ecke sind wir hier hochgeklettert. Versuch das mal gucken, ob du das noch hinkriegst. Weißt du, wie ich in der Grundschule mal angegeben habe? Wie denn? Und dann so. Alles gut, schon was gemacht. Ja, danke schön. Da auf dieses Dach bin ich noch nie geklettert. Nein? Nein. Wir sind da in Grundschulzeiten schon hochgeklettert. Hä? Lass mich mal versuchen. Da kommst du niemals hoch. Wo komme ich nicht hoch? Da, weil da ist zu viel Grün. Was denkst du? Eskikletterin Jansan Darius. Guck mal, wie eklig das ist. Wir sind von den alten Kletterern. Stark. Pass auf, ne? Jetzt, ich komme hier easy hoch. Ist gar kein Ding. Ey, aber soll ich Handy hochschmeißen? Ich komm auch hoch. Ey, denk Parkour. Drei. Nicht vernünftig.
Ich weiß nicht, ob ich mich fange. Ja, oh, festhalten. Einfach hier an den Rand festhalten und danach mit den Füßen. Genau. Die Gebüsche musst du einfach ignorieren. Einfach dich gegen die Büsche drücken. Was soll ich festhalten? Mit meinen Füßen hochgedrückt gegen die Wand. Ja. Ist fett geworden, ne? Ja, der erste Hood-Vlog ist schon zu Ende. Wir werden jetzt zum Abschluss noch mal ein paar Fragen von euch nehmen und die vorm Kiosk beantworten und da das Video beenden, wo es angefangen hat. Eigentlich wollte ich noch mit Parik spazieren gehen und so und euch die Hood weiter noch zeigen. Aber ja, das würde ich dann machen, wenn ihr das auch wirklich sehen wollt. Wenn ihr sagt, okay, ey, dieser erste Hood-Vlog hat uns sehr gut gefallen, mach uns einen zweiten Teil, dann lasst dementsprechend eine Bewertung da und vergesst nicht, das Video zu kommentieren. So, was hast du in deiner Kindheit gemacht, was Django leider nicht tut? Gute Frage, lang. Was habe ich in meiner Kindheit gemacht? Außer Scheiße. Es kommt schon oft vor, dass du von deiner Kindheit erzählst und merkst, dass er das alles gar nicht mehr macht in zu seiner heutigen Zeit. Geht, aber der Jenkson hatte noch eine Kindheit. Also bei uns war ja, noch so, wir haben Kinder, also wir haben geschellt, kommt der Dustin runterspielen, kommt der Lola, ja, kommt der Sia runterspielen, das hattest du nicht. Wir haben über Haustelefonstunden lang telefoniert. Ja, aber für die heutige Zeit, er hat echt Lust, also er hat schon noch gute Hobbys in seinem Alter. Er fährt gerne Roller, er zieht Sport durch. Der bedeutendste Ort in ganz Krai für euch beide. Hier, Kraier Platte, Krai Mitte. Das ist halt die Hutliebe, ne? Das ist genau die Hut. Der Lieblingsort in ganz Krai? Ich weiß nicht, ob das noch zu klein ist. Aber der schönste Ort im Kreis ist Volksgarten, ja. Wenn wir einen Hood-Vlog Teil 2 drehen sollten, werden wir zum Volksgarten gehen. Weißt du, was das Geilste ist, aber wenn ich dort joggen gehe und dann auf diese Aussichtsplattform gehe und Sonnenuntergang gucke? Ja, Mann, das ist wild. Okay, eine letzte Frage jetzt aber. Wie hast du dich gefühlt, als Genghis Khan geboren wurde? Also, er wurde ja nicht geboren. Oh Mann, Jam, das musst du doch jetzt nicht wieder. Also, wir haben den Genghis Khan adoptiert. Und ja. Hallo. Anne, wie war das nochmal? Du hast mit 3 angefangen, immer Bruder oder Schwester mitgesehen. Ich habe mit 3 Jahren schon angefangen, habe gesagt, ich möchte meinen Bruder oder deine Schwester. Bis ich 10 war. Haustiere durchgegangen. Und bis dahin hatte ich alle Haustiere. Von wirklich, was hatte ich eigentlich für alles für Haustiere? Ich hatte Vögel, Schildkröten, 2 Stück, Fische, Hasen. Und ein Hund. Erster Hund. Ja, erster Hund, genau. Und nach, ich habe gesagt Hund oder Bruder, also Hund oder Geschwisterchen. Dann habe ich Hund bekommen und danach habe ich trotzdem gesagt, ich möchte ein Geschwisterchen. Habe mich dann mit 10 Jahren an den Tisch gesetzt, habe gesagt, Mama, Papa, kommt mal hier, wir müssen reden. Und habe denen gesagt, ja, wenn ich irgendwann älter bin, dann will ich, dass meine Kinder einen Onkel oder eine Tante haben. Und ja, dementsprechend. Du hast auch gesagt, ich will nicht, wenn Mama und Papa was passiert, diese Welt allein zu sein. Ja, genau. Und ich habe gesagt, wenn Mama oder 10. Papa was passiert, möchte ich nicht auf der Welt allein sein. Das habe ich mit 10 Jahren gesagt. Und so krass, ne? Und, ja, dann hat meine Mama gesagt, ja, die Gebete von Kindern werden schneller angenommen. Dann habe ich. In der Zeit warst du Koran lernen. Ja, in der Zeit habe ich immer in der Moschee Koran gelernt und so weiter. Und dann bin ich halt am Freitagsgebet so. Moschee gegangen und habe gebetet, dass ich inshallah ein Geschwisterchen bekomme und inshallah, dass es gesund ist. Und dann habe ich aber Allah gebeten und habe gesagt, aber es würde mich freuen, wenn es ein Junge wäre. Ja, und dann hat Mama Spirale rausgenommen und nicht mal einen Monat später war sie schon schwanger mit dir. Und damals bei mir haben meine Eltern ein Jahr lang gebraucht, bis sie schwanger geworden sind. Also bin ich nicht adoptiert? Och, man sieht, dass er adoptiert. Der ist eigentlich, eigentlich heißt du Thomas. Auf jeden Fall, Leute, das dazu. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat der erste Hood-Vlog Teil 1 gefallen. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Jam TV. Peace out.